good luck, are you a good friend of my friend? Wie heißt so schön, im neuen Jahr wird alles besser. Stimmt in den meisten Fällen auch, nur im Fall des Pflegechaos stimmt's leider Gottes nicht. Das Pflegechaos geht weiter in Österreich. Das große Thema heute bei Talk of Town. Wir werden mit Experten, mit Betroffenen sprechen und möchte Ihnen jetzt ganz kurz mal zeigen, was denn seit dem 01.01.2008 neu ist bei der Pflege. Am 31. Dezember ist die Pflegeamnestie ausgelaufen. Nur 1% der Pflegefälle ist bisher zum neuen System gewechselt. Sozialminister Erwin Buchinger wird von der ÖVP vorgeworfen, 99% der Betroffenen in die Illegalität zu treiben. Eine Verlängerung der Amnestie fordern Landeshauptmann Püringer sowie Pflegevermittlungsagenturen. In 7 Bundesländern soll es auch im neuen Jahr keine Strafen für illegale Pflege geben. Trotzdem sind ausländische Pflegekräfte verunsichert. Aus Angst vor Konsequenzen arbeiten sie deshalb lieber in anderen Ländern wie Deutschland. Werden Pflegebedürftige in Zukunft alleine dastehen? Und wie lässt sich das Pflegechaos verhindern? Jetzt in Talk of Town. Das wird ein spannendes Thema heute. Interessante Gespräche. Sie können gerne mitdiskutieren. Vielleicht sind Sie betroffen oder haben einen betroffenen Pflegefall zu Hause. Dann rufen Sie uns bitte an unter 526 5531. Ich möchte Ihnen jetzt unsere Experten- und Diskussionsrunde vorstellen. Ich beginne hier gleich einmal mit dem Behindertensprecher der FPÖ, Norbert Hofer. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Dann Klaus Katzianka von der Europflege, der ja ein Volksbegehren in Planung hat und auch schon im Laufen hat, darüber ein bisschen später. Und von den Grünen, Karl Oellinger, ebenfalls einen schönen guten Abend. Herr Katzianka, vielleicht möchten Sie uns ganz kurz einmal erklären, was denn eigentlich die Europflege ist, was Sie da tun. Europflege ist ein Selbsthilfeverein und ich habe vor 2 Jahren begonnen, Menschen zu helfen, die einfach Pflegerinnen aus den Nachbarländern brauchen. Ich denke, es ist ein Markt, der existent ist und die Menschen brauchen das einfach und ich versuche sie zu beraten und ihnen dann letztendlich auch zu einer Hilfe zu verhelfen. Das waren meist Illegale. Waren leider meist Illegale, logisch. Ja, das versucht man ja jetzt zu verändern seit dem 01.01.2008. Merken Sie, dass es jetzt weniger Leute gibt, die bereit sind, in Österreich zu arbeiten? Ich habe sicherlich im Dezember das stark verspürt, dass einfach die Nachfrage jetzt geringer ist seitens der Pflegerinnen und Pfleger. Und aus ganz einfachem Grund, die Menschen haben irrsinnig Angst. Es ist eine Verängstigungskampagne leider passiert, die letztendlich den Betroffenen auf den Kopf fällt. Und das ist eigentlich sehr traurig. Mhm. Herr Hofer, gleich mal die Frage an Sie, wie zufrieden sind Sie jetzt mit der neuen Regelung? Es ist leider so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Wir wissen ja bereits seit dem letzten Nationalratswahlkampf, dass es ein Pflegeproblem in Österreich gibt. Leider war die Politik bisher nicht in der Lage, das Problem zu lösen, jetzt auch seit 1. Jänner nicht. Es ist für die überwiegende Mehrheit der Betroffenen legale Pflege nicht leistbar. Und es wäre zuerst notwendig, beim Pflegegeld eine Inflationsanpassung vorzunehmen. Wir haben eine Entwertung von 20%. Es ist vor der Wahl versprochen worden, diese Anpassung vorzunehmen. Das ist nicht passiert. Und ohne Geld kein Muse. Dänemark gibt 2,8% des BIP für Pflege aus, Österreich nur 1,2%. Und jeden Euro, den wir in die Pflege investieren, sparen wir im Gesundheitsbereich. Ich sage nur ein Beispiel. Es gibt in Österreich viele, viele Akutbetten, die mit Pflegebedürftigen belegt sind. Ein Akutbett kostet am Tag etwa 500 Euro. Die Pflege daheim wird etwa 1.500 bis 2.000 Euro im Monat kosten. Deswegen müssen wir auch in die Pflege investieren. Herr Oellinger, 40.000 Pfleger, so gibt es die offiziellen Zahlen, arbeiten in Österreich oder haben gearbeitet in Österreich, die meisten davon illegal. Jetzt haben wir mal geschaut, wie viele sich seit dem 1. Jänner bei uns legal angemeldet haben. Das Arbeitsmarktservice sagt, das sind nicht mehr als 342. Das ist ein bisschen wenig. Natürlich ist es sehr wenig, es war auch zu erwarten. Die Leute warten ab, sie wissen nach wie vor nicht genau, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sie zu erfüllen haben. Das Problem beginnt schon, was ist Pflege, was ist Betreuung. Die Betreuungspersonen dürfen eigentlich nicht Pflege leisten. Natürlich müssen sie es im Alltag aber auch machen. Ja? Also da gibt es irrsinnige Unklarheiten von Beginn an. Und
deshalb waren wir auch immer für die Verlängerung der Amnestie. Nicht, weil eine Amnestie so lustig ist für die Betroffenen, aber weil es die einzige Möglichkeit gewesen wäre, aus dieser bestehenden Unsicherheit, die der Gesetzgeber noch dazu erhöht hat, indem er von einer Minute auf die andere gesetzliche Rahmenbedingungen verändert hat, beziehungsweise indem sich die Regierungsparteien gegenseitig ein Match liefern, das an Traurigkeit nicht mehr zu überbieten ist. Also Sie sprechen es gerade an, da ist ja selbst in den einzelnen Parteien noch eine Unstimmigkeit, ob die Amnestie jetzt weitergehen soll oder nicht. In 7 Bundesländern heißt es sogar, das ist uns vollkommen egal, ob es das neue Gesetz jetzt gibt oder nicht. Wir behalten die Amnestie und ich glaube, Landeshauptmann Büring hat sogar gesagt, wenn es eine Strafe gibt, dann zahle ich die aus dem Budget des Landes heraus. Sagt einmal. Wir haben natürlich auch versucht, Vertreter der beiden Großparteien zu uns einzuladen. Leider Gottes hat keiner die Zeit gefunden, zu uns ins Studio zu kommen. Dennoch waren wir wenigstens dort, und zwar beim Herrn Sozialminister Buchinger und bei seiner Pressekonferenz und wollten gleich mal wissen, warum sich denn erst bislang so wenige angemeldet haben. Ich bin zufrieden mit dieser Entwicklung, weil geglaubt hätte, am ersten Werktag, am 2. Jänner, würden gleich viele hundert neue Anträge gestellt werden. Der hätte sich getäuscht und das wäre auch illusionär gewesen, denn wir wissen aus vielen Kontakten mit betroffenen Personen, dass insbesondere durch die Diskussion um eine mögliche Verlängerung der Amnestie viele, viele Personen zugewartet haben, um mal zu schauen, was wird denn wirklich sein. Jetzt ist klar, die Amnestie ist mit 31.12. ausgelaufen, Legalisierung, Anmeldung steht auf der Tagesordnung und das wird in den kommenden Wochen in großer Anzahl erfolgen. 1% sind bislang offiziell bei uns. Wir haben schon vorher gesagt, 40.000 im Jahr ungefähr arbeiten als Pfleger, die meisten illegal und davon ca. 342 haben sich jetzt gemeldet. Jetzt frage ich mich natürlich, es geht um die Betroffenen, es geht um jene Menschen, denen geholfen werden muss. Werden die zurzeit ausreichend versorgt? Sind genug Pfleger im Land? Es ist für mich erschütternd, das zu hören, wenn der Sozialminister sagt, ich bin zufrieden. Es geht um 40.000 bis 60.000 Leute, die leider nicht zufrieden sind, die leider verunsichert sind und die nicht wissen, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich mich jetzt im Dezember entschlossen, ein Volksbegehren Pflegeamnestie zu starten, weil ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, jetzt politisch noch wirklich darauf aufmerksam zu machen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe enormen Zuspruch in der Bevölkerung. Und das ist das, dass das, es ist einfach ein riesengroßes Thema und es gehört behandelt. Es ist 20 Jahre als Graubereich definiert worden und jetzt da geht man her und sagt man, es wird ein Gesetz verabschiedet, man weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht funktioniert und schaut, wie es zurechtkommt. Darf ich mal fragen, was in dem Volksbegehren drinsteht? In dem Volksbegehren steht drinnen, wir fordern ja eine Pflege, wir fordern ein Pflegemodell für eine im gesamten Bundesgebiet legale und für jeden Menschen leistbare 24-Stunden-Pflege und Betreuung zu Hause. Mhm. Es geht mir um Folgendes, wenn ich das kurz sagen darf. Ich bin nicht dafür, dass die Amnestie das letztendliche Rezept und die Lösung ist. Das kann es nicht sein. Es ist den Menschen auch mit der Amnestie nicht wirklich gut gegangen, weil es immer so ein Zwischending drinnen ist. Aber ich bin dafür, es braucht zwei Sachen. Es muss flächendeckende Angebote geben und es muss leistbar sein. Es ist eine Illusion von den Menschen, 2.000, 3.000 Euro zu verlangen oder zu erwarten, wenn sie maximal 1.000 Euro haben. Und so einfach ist es. Würden Sie es unterschreiben, weil Sie hier nicken, Herr Oellinger, dieses Volksbegehren? Sie haben es ja vor sich liegen. Ja, ich finde es gut, dass es ein derartiges Volksbegehren gibt. Mein Problem, aber das ist nicht wirklich ein Problem, ist, ich wünsche mir eine Debatte, die ein bisschen auch darüber hinausgeht, über die 24-Stunden-Betreuung, aber da sind Sie sicher der Letzte, der irgendeinen Einwand hat. Wir diskutieren immer nur, und das jetzt schon seit einem Jahr, und das ist problematisch genug, über 24-Stunden-Betreuung. Wir haben aber 90% der Pflegefälle in ganz anderen Situationen und dort haut es auch nicht hin, beziehungsweise dort gibt es ähnlich gelagerte Problemsituationen. Die Leute wünschen sich eher eine Pflege in ihrer Umgebung oder Betreuung in ihrer Umgebung und das gibt es oftmals nicht und oftmals gibt es auch nicht die adäquate Pflege und Betreuung, egal ob im Heim oder zu Hause. Das heißt, es wäre sehr viel mehr zu tun. Wir brauchen auch eine bessere Kontrolle. Wir brauchen auch eine Unterstützung der Betreffenden, der zu Pflegenden. Das wäre zum Beispiel auch bei der 24-Stunden-Betreuung ein ganz wichtiger Einstieg, dass es jemanden gibt, der den Leuten
sagt den Angehörigen bzw. den Betroffenen, ich glaube, das und das wäre am besten für Sie und wir haben das und das und das. Und wie schaut es mit Ihrer finanziellen Situation aus, was ist leistbar? Und damit bin ich bei dem, was Sie schon angesprochen haben, das